Hallo und Hashtag schnelle Begrüßung, so das muss es jetzt gewesen sein, weiter geht's. It's a good thing we didn't try tackling her on our own. Muse, why are you doing this? Why? All I am doing is... All I'm trying to do is protect Reza Maxia, that's what! I mean, how does what you're doing protect Reza Maxia? How am I supposed to know? So you are acting under order. Please, you have to tell us. Where is Maxwell? We need to know. What do you people want with Lord Maxwell? So there is another Maxwell after all. Muse, this can't be what Maxwell really wants, can it? Of course it can! Lord Maxwell, is this not your divine will? Lord Maxwell, please! Command me to smite these humans! What is happening to her? I do not know. Wingo! Come! Yes, sir. Follow me! No! After His Highness! Send word to the Chimeriad! Where are Gaius and Muse? You sure this is the right place? What? Why? What's the big idea, Featherneck? Are you gonna tell us why you're doing this? Because it's dangerous. What is? Us? No, Jude. You. Why would you say that? Having Jude meet Maxwell may impede on Gaius's progress. Is that what you believe? You think I would get in Gaius's way? Don't let them escape. Now, please come quietly. What? Tipo! Pucker up! Wait! Really? Now, let us find Gaius. But where'd he go? One place comes to mind. The Neocara Holomont. Yes, precisely. Come on, guys. I wouldn't mind a heads up next time you plan a rescue. What? I'm not a mind reader. Neocara, wo sind denn wir? Aladi Seehafen, ihr war ja seit Jahrhunderten nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Kater, ich habe jetzt zwischen dem letzten Part und diesem Part, was weiß ich wie lang, was weiß ich mit dir gemacht, damit du jetzt mal bitte für einen Part Ruhe gibst. So. Gaius rechte Hand, okay. Can't believe he turned on us! Stupid Featherneck! He really caught us off guard. Why would he do that after he told me about Zhao? When Wingull makes a decision like this, he's thinking only of King Gaius. He would do anything and stop at nothing for the good of his king. He must really look up to Gaius. I think it's more complicated than that. Gaius and Wingull aren't friends? They are friends. They share the same ideals, and they walk the same path, which is what makes it so complex. They are close friends, and yet at the same time, fierce rivals. What does that mean? I don't get it. Leia, do you understand? Not really. I guess it's like the dude version of being a catty schoolgirl?
That's, well, that's surprisingly accurate, actually. Gucken wir mal in die Läden. Ich hoffe, ich habe das gerade nicht richtig gehört. Ich hoffe einmal, dass ich jetzt gerade nicht gehört habe, dass mein Kater gerade von draußen an meiner Tür kratzt. Ich wäre so allmählich wahnsinnig. Okay, hallo Rüstung. Na, irgendwas Schönes hier? Nee. Nichts, was mein Team braucht. Und nach wie vor kein Mal 3 und eine Kugel war auch nicht, oder? Ich guck sich jetzt aber mal nach, ob das Kugelsymbol dabei wäre. Aber nur war es nicht. Ich dachte, ich hätte noch was glitzern sehen, aber nein, das waren nur die Vögel. Gut, Nia Kara. Nia Milas Schrein. Ich glaube, das sollte sogar schon der richtige Platz sein. Oh. Bildsequenz. Ivar. Hey, it's the little guy with the big mouth. Ivar, what are you doing here? Did Gaius and Muse come this way? Is everything okay? Not just them. Wingle headed to the Hollowmont as well. He also left me with a little message. Jude may come after us. Deal with him as you wish. I was gonna let that guy off easy because he looks good in black, but now he's on my hit list. So, Gaius abandoned you, huh? I don't expect you to understand our circumstance, but please, we don't have time for this right now. Silence! Jude came here to finish what Mila started. None of that matters anymore. Understand? What? Jude, why did it always have to be you? Everyone. Oh, das will jetzt sich schon wieder tun. We will have to refuse. Guys? Ha! You can't even fight your own battles! You coward! Jude just told you that we don't have time for this. That's right. He has something he needs to do. We all do. If you would interfere with Jude, then you would interfere with us. We will pass. We'll see about that. Was ist denn jetzt? Warum ist er jetzt in Wyvern? Oh, letzter Kampf gegen ihn oder was? Ja, bekämpfen wir erstmal den Wyvern. Scheiße, hat der viel Energie. 52.000 oder so. Olaya kann das verbinden. Stimmt. Ich remember mich. Oh nein, daneben. Der fliegende Wyvern ist einfach ausgewichen. Ivar ist gerade das geringere Problem. Ich glaube echt, der Wyvern hier ist das größte Problem. Oh, und wie man mit dem Zyklonantrieb einfach unendlich weit nach oben kommt. Komm schon. Und Verbindungsattacke. Diesmal sogar mit Treffer. Das gefällt mir schon viel besser. Ah, wie viel Energie hat er noch? 14.000. Fast 15.000 ist okay. Heilen? Na, ich wollte gerade sagen, heilen bitte mal nicht. Ich will nämlich jetzt mal einmal das hier machen. Dann verbinden. Hiermit. Jetzt Ivar anvisieren. Und dann, nein, hör auf zu heilen, bitte.
Nein, jetzt habe ich das Auge verkackt. Ich wollte die Mystic Art machen, aber es hat nicht funktioniert, weil ich verkackt habe. So, der Wyvern ist weg. Fehlt nur noch einer. Der hat 42.000 insgesamt und noch 20.000. Ist also auch kein großes Problem. Ich bin halt, denke mal, gerade auf einem recht angenehmen Level. Mir gefällt das Lied gerade dezent gut. Naja, allerdings gefällt mir wirklich gut. Okay. Oh, jetzt gibt's erstmal das hier reingedrückt. Puh, das Metall wollte ich allerdings nicht öffnen. Autsch. Moment, ich will nochmal kurz was anderes schauen, bevor der Kampf vorbei ist. Weil ich sonst hinterher wahrscheinlich vergessen werde. Nach Charakter. Ich möchte mich schauen, ob ich jetzt hier... durch das Item, was ich gefunden habe. Achso, ja, ich... habe wahrscheinlich ihre Mystic Art noch nicht erlernt und ich habe die Fertigkeit auch noch nicht ausgerüstet, fällt mir gerade ein. Ja, egal. Oh, Ivar. Ich sollte echt mal wieder bei dem Boss kämpfen, das Erfahrungspunkte-Teil reinmachen. Damn it. Why do you always defeat me? I curse you! I'm the handmaid. I had a sacred duty to protect Lady Mila. I'm special! Special, I tell you! Neither of us are special. Not yet, anyway, Ivar. What did you say? But that doesn't mean that I don't want to learn how to be like them. Just like Mila and Gaius. Someone like you will never be like them! You're the one who let Lady Mila die! Ivar, you loved her too. If I really were special, then maybe I might have actually been able to save her. I'm sorry. The Halomut is right beyond the shrine. Ivar? Go! Just go! Get out of my sight once and for all! He got out of our sight first! Ivar must have been tortured by all this. We may have just given him some bitter medicine. I hope you're right. I look forward to seeing how he acts the next... time we meet him. Who knows? There may not be a next time. Let's go. Hey, wait a minute. What's that supposed to mean? So, ich denke mal, das ist wahrscheinlich der letzte Kampf gegen Ivar. Looks like Ivar's angry at me again. It looked to me as though Ivar's anger was mostly with himself. I do believe you have won his approval. I have? Yes, but Ivar is a prideful man, and can ill endure the humiliation of defeat. That's probably why I got that feeling he won't show up again. You almost sound sad about that. Ivar has done nothing but yell at you. I certainly didn't like that part, but if we could have done it in a civilized fashion, it would have been nice to sit down and talk for once. I see. Ivar said the Halomut was past the shrine, but I don't see a path or anything. Let's take a look inside the shrine. Na doch, ich sehe einen Weg hinter dem Tuch da. Allerdings werde ich damit jetzt erstmal cutten. Ich denke mal, 16 Minuten ist eine recht angenehme Zeit für den Part. Und ja, ich würde damit sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Da werden wir dann, die Heiligen Kuppel oder wie das Ding hieß jetzt. Schauen hinter Nia Kara und vielleicht treffen wir dort auf Maxwell
und beenden das Spiel. Je nachdem, wir werden sehen. Ich würde allerdings. Allerdings, genau. Erstmal sagen, bis dann und ciao.